ich rufe jetzt die Polizei an. Sagen Sie mir jetzt Ihren Namen. Fähnchen, was machst du denn, Regina? Louis, bist du das? Ja. Wir rufen jetzt mal bei einem... So, sind wir auf Sendung? Gut, nicht mehr lang, wenn es so weitergeht. Ich bin's wieder, euer Fähnchen. Heute geht's ab, Kinder, heute geht's ab. Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Leute, es ist wieder Fun Day Sunday. Und weil es sich... Okay, nochmal. Weil es sich so viele von euch gewünscht haben, machen wir heute mal wieder Telefonstreiche. Und ich glaube, heute werden sie ja wieder ein bisschen eskalieren. Leute werden sauer sein, Leute werden mich hassen, Leute werden mich verfluchen. Aber ich werde die Leute heute wieder an ihre psychischen Grenzen bringen. Ich werde zum Schluss alles aufklären, weil man weiß nie, keine Ahnung, blöde Zeit aktuell, vielleicht ist irgendein Familienangehöriger erkrankt oder sonst irgendwas. Deswegen will ich die Leute einfach nicht in diesem Glauben lassen, dass jetzt eine ganz schlimme Person angerufen hat. Deswegen, falls ihr das macht, macht es bitte auch so. Und ein kleiner Tipp, beim örtlichen, also das Telefonbuch, das örtliche, kann man sich auch Namen raussuchen. Zum Beispiel gibt ein Jens und Katrin, dann wird jedes Paar in ganz Deutschland angezeigt, was Jens und Katrin heißt und sich im Telefonbuch eingetragen hat. Und davon profitiere ich heute, weil ich kenne ja quasi die Vornamen schon der jeweiligen Familienmitglieder und das werde ich heute ausnutzen. Ja, geil, ja. Und jetzt werden mir alle Leute hier angezeigt. So, ich würde sagen, nehmen wir gleich mal den ersten. Ja, schönen guten Tag, ich grüße Sie. Ja, hallo, mit wem rede ich denn da? Ja, ich, Fähnchen. Fähnchen? Ja, wir kennen uns nicht. Ich wollte Ihnen einfach nur einen wunderschönen Tag wünschen. Ja, danke schön. Ja, danke. Ja, geil. Ja, jetzt kommen wir zur zweiten Sache. Ich habe Ihr Auto angefahren. Mein Auto? Ja. Wie mein Auto angefahren? Ja, wie soll ich das erklären? Naja, es hat einfach Bums gemacht. Bums. Den BMW in der da vorne. Ja, genau der. Mhm. Und wo haben Sie jetzt meine Nummer her? Ja, ich habe einen Bekannten bei der Polizei, der hat mir Ihre Telefonnummer durch das Kennzeichen. Das ist gut, dass Sie einen Bekannten bei der Polizei haben. Dann bleiben Sie jetzt da stehen und dann rufen wir jetzt auf die Polizei. Ja, aber ich habe Ihnen doch schon einen schönen Tag gewünscht. Ja, aber das ist doch damit nicht getan. Mein Auto. Ja, aber ich wissen. Was sind Sie denn jetzt? Sind Sie jetzt da vorne? Ich komme jetzt dahin, ja? Nein, ich bin jetzt weg. Warten Sie. Ich bin weggelaufen, deswegen rufe ich ja auch unter Anonym ein. Sie sind weggelaufen? Ja, natürlich. Ich habe die Beine in die Hand. Warum rufen Sie mich denn dann an? Ich wollte Ihnen einen schönen Tag wünschen. Ja, und mir sagen, dass Sie mein Auto angefahren haben. Ja, jetzt schleien Sie mich doch nicht so an, Sie... Geht's noch, oder? Ich rufe jetzt die Polizei an. Sagen Sie mir jetzt Ihren Namen. Fähnchen. Ja, und weiter? Wieder Fähnchen. Leute, vor allem, das Geile ist, er sagt mir sogar noch, wo sein Auto steht. Also welches Auto es ist. Dass es so gut klappt, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber war auch Versuch Nummer 4. So, im nächsten Anruf werde ich es einfach so machen. Die Person, die angerufen wird von Fähnchen, es wird sich nicht vorgestellt, kein Hallo, kein Bitte, kein Danke, kein Tschüss. Es werden einfach Flachwitze erzählt. Und mal schauen, wie lange die Person am Telefon bleibt. Ich weiß es selbst nicht. Ja,
Ich muss Ihnen kurz was sagen, ein kleines Witzchen. Wie wär's? Wie ist denn das? Fähnchen. Ja, also passen Sie auf. Fabian. Roy, Fabian, findest du, dass ich eine schlechte Mutter bin? Ich heiße Tom. Wie war der? Ja, wollen Sie noch einen hören? Sagt der eine Freund zum anderen, ja, wir brauchen jetzt unbedingt einen Grill. Dann sagt der andere, ich hab einen kleinen. Und dann sagt der andere, ja, ja, das wissen wir schon, aber was machen wir jetzt mit dem Grill? Na, wie war der? Ja, aber wer sind Sie denn? Warum erzählen Sie mir denn jetzt solche Witze? Ja. Ja? Ja? Gut, also. Ich rufe jetzt in Lammspringe an. Leute, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch in Deutschland ist. Das habe ich noch nie gehört. Oh, es bin schon. Wie heißt die? Moment. Melanie und Stefan. Stefan? Ja? Du, Stefan, gibst mir mal ganz schnell die Melanie, bitte. Ja? So, Stefan? Nee, Melanie. Ah, nee, ich wollte doch den Stefan. Ach so, okay. Ja, hallo? Ja, so, Melanie, jetzt wollte ich... Okay, der hat es nicht lange mitgemacht. Es wäre jetzt geil gewesen. Hinher, hinher, hinher. Wie finden Sie das? Mit dem Bizeps anzugeben ist doch Oberarm, oder? Ja, Sie finden es lustig. Apropos Arm. Lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm, oder? Ja, okay. Ja. Ja. Mädchen, sollten die hingehen, wird jetzt sehr sauer sein. Ich rufe jetzt hier bei Regina und Marc an in... Ja, Marc, gib mir ganz schnell die Regina, weil zack, zack. Die Regina, aber blonde. Aha. Ja. Regina. Gib mir sofort die Regina, aber zack, zack. Regina. Ja, Regina, was soll das denn? Wie bitte? Was soll das? Sag mal, bist du so dumm oder tust du nur so? Ich verstehe keinen Ruf. Ja, und ich auch nicht mehr. Was soll denn das? Was machst du denn, Regina? Louis, bist du denn? Ja. Wer hat da so gut die Stimme verstellt? Ja, ich selbst. Louis? Ja. Das weiß ich selber nicht. Ja. Okay. Gut. Ich heiße ja in echt nicht Louis. Ich hieß nur mal Louis in der RTL-Folge. Okay. Gell? Wir verbleiben... Wir Louis, bist du's? Ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Jo. Wie heißt das Lee mit Vornamen? Wie heißt das Lee mit Vornamen? Das Lee mit Vornamen? Das Lee, das Lee, das Bambi. Ach, das Lee. Ja, Lee. Ja, der war gut, nicht? Sollte ich Comedian werden? Nein.
Ihr wisst nicht, was ich gerade gefunden habe. Da gibt's ein. Es galt ein Bestattungsinstitut oder Bestattungshaus Möse. Ich finde, es gibt wirklich viele Menschen, die mit Nachnamen. So leid es mir auch tut für euch. Möse heißen. Und wir rufen jetzt mal bei einem. Oh, Entschuldigung, da merkt man, ich bin im Kopf eigentlich so unreif. Wir rufen jetzt mal bei einem Christian Möse an und fragen ihn mal, wie es ihm denn so mit seinem Nachnamen geht. Aber das wird jetzt Fienchen erledigen. Ich rufe jetzt bei einem Mann an und der heißt mit Nachnamen wie ein Wort, das ist sehr böse, nämlich Möse. Bitte, wo bin ich jetzt? Wer spricht denn da? Sagen Sie mal, waschen Sie sich Ihren Mund, Sie Ekelhafter! Wie heißen Sie bitte? Wer ist denn da? Wie heißen Sie? Ja, Möse, hab ich doch gesagt. Aufgelegt. Okay. Einen erzähle ich Ihnen noch. Was ist paniert? Ja, was ist paniert und glaubt Leute aus? Ein Jägerschnitzel! Okay. Sie haben Hummer, meine Liebe, Sie haben Hummer! So, wenn es am schönsten ist, muss man aufhören. Ich hoffe, das Video hat euch dennoch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video doch gerne mal einen Daumen. Aktiviert die Glocke, dann wird ihr immer benachrichtigt. Sollte ich aktuell nicht im Gefängnis sein, falls ich neue Videos hochlade. Abonniert diesen Kanal, teilt das Video, was weiß ich. Macht alles damit, was ihr wollt. Schreibt Hate-Kommentare drunter. Wir verbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, habt euch lieb. Bis dann.